Hemden und wir klappen im tiefen grünen Wald. Wir sägen und wir hacken, das überall erschallt. Hick hack, hick hack, hick hack, hick hack, hick hack. Der Bommel, 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 der Flick und auch der Flock. Die tragen alle fünf den gleichen Rock. Es war einmal ein kleines süßes Mädchen, das hatte jedermann lieb, der es nur ansah. Am allerliebsten aber seine Großmutter. Die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Immer wieder fand sie etwas Hübsches für ihre kleine Enkelin. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen aus rotem Samt. Und weil ihm das so wohl stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur noch das Rotkäppchen. Und so ruft es jetzt aus allen Ecken und von allen Seiten. Rotkäppchen! 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 Den ganzen Tag hat es das Käppchen auf, sogar wenn es mit dem Jäger spazieren geht. Der Jäger ist nämlich Rotkäppchens bester Freund und besucht es oft. Und wenn sie im Wald spazieren gehen, dann zeigt ihm der Jäger all die Tiere, die er kennt. Und er kennt doch so viele. Aber auch wenn Rotkäppchen seiner Mutter beim Waschen hilft, seht ihr? Immer hat es das rote Käppchen auf. Sie wohnen in einem kleinen Haus am Waldrand. Durch den Garten fließt ein Bach und ganz in der Nähe ist auch noch ein kleiner Teich mit einer Menge Fische drin. Den seht ihr später noch. Schaut mal, wie Rotkäppchen waschen kann. So schnell wie die Mutter. Aber Rotkäppchen kann nicht nur waschen. Ja, Rotkäppchen hilft der Mutter viel im Haus arbeiten. Heute ist die Mutter fortgegangen, um die kranke Großmutter zu besuchen. Da macht Rotkäppchen das Haus sauber und kocht auch selbst das Essen. Seht ihr? Da deckt es gerade den Tisch. Ihr wundert euch wohl, warum es so viele Teller auf den Tisch stellt. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind die Teller für seine Brüder. Rotkäppchen hat nämlich noch 5 Brüder. Seit der Vater tot ist, arbeiten sie im Wald und sorgen für ihre Mutter und Rotkäppchen. Tüchtige kleine Holzfäller sind das. Da sind sie schon. Seht ihr? Das ist Rotkäppchens ältester Bruder, der Bammel. Er geht immer vorsichtig und hat manchmal auch ein bisschen Angst. In jeden Busch schaut er hinein. Er denkt immer, dahinter könnte vielleicht ein Bär sitzen. Da kommt schon der zweite, der Bommel. Er hat vor nichts und niemand Angst. Sogar vor dem Wolf fürchtet er sich nicht. Aber vielleicht sagt er das auch nur so. Oje, jetzt kommt ein ganz langsamer. Das ist der Bummel. Der bummelt ganz gemütlich daher. Eilig hat der's nie. Was? Von mir sprecht ihr? Ja, von dir. Was? Da soll ich runterspringen? Viel zu gefährlich. Da rutsch ich lieber langsam runter. Das ist sicherer. Nummer 4. Das ist der Flock. Immer lustig und fidel. Niemals hat er schlechte Laune und ist immer zu einem Streich aufgelegt. Und jetzt kommt der Kleinste. Das ist der Flick. Ein richtiger kleiner Schelm. Meistens will er nichts tun, als nur immer Faxen machen. Und hat nichts wie Dummheiten im Kopf. Hört ihr? Da kommen die Brüder eben von der Arbeit zurück. Die Rehe und die Hasen, die schauen uns immer zu. Der Specht am großen Eichbaum klopft uns den Tag dazu. Hick hack, hick hack, hick hack, hick hack, hick hack. Der Bommel, 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 der Flick und auch der Flock. Die tragen alle fünf den gleichen Rock. Na, Rotkäppchen? Hast du meine Strümpfe endlich gestopft? Ich habe einen Mordshunger. Was gibt's zu essen? Wie geht's dir? Sei nicht gar so fleißig. Was gibt's denn heute zu essen? Ich habe einen Hunger wie ein Wolf. Ich habe keine Ahnung. Den ganzen See aufbringen. Rotkäppchen, was hast du denn heute den ganzen Tag gemacht? Ich habe gewaschen, geputzt, eure Strümpfe gestopft und eure Hosen geflickt. Da, schaut her, was ihr für Löcher macht. Hui, da geht ja mein Kopf durch. Das ist deine Hose, Flock. Du machst immer die größten Löcher. Ja, da hat mich der Fuchs gezwickt. Was hast du denn sonst noch gemacht? Dann habe ich noch das Geschirr zerschlagen und die Milch verbrannt. Wo ist denn die Mutter? Die ist zur Großmutter gegangen. Sie kommt gleich zurück. Und wer hat gekocht? Ich. Was? Du? Oh yeah. Du kannst ja gar nicht kochen.
probiertest du erst einmal, was ich gekocht habe. Ich habe gar keinen Hunger. Halt, halt, mir tut der Magen weh. Halb so viel ist genug. Hummi. Gib mir bitte nicht so viel. Ich kann gar nicht so viel vertragen. Lock. Lass mich erst mal riechen. Nicht schlecht. Danke. Was ist denn eigentlich im Krug drin? Himbeersoße. Oh, nein, wem das Essen schmeckt, der kriegt Himbeersoße. Wem schmeckt's? Mir! So, Bami. Bommel, kommst du, Bummel, Flock, jetzt kommt der Flick, der Kleinste. Euch schmeckt's wohl gar nicht. War wirklich gar nicht schlecht. Ich nehme noch ein wenig. Gib her. Ich möchte auch noch ein bisschen was. So, nimm. Davon soll ich satt werden? Schmeckt's? Ich muss doch noch wachsen. Ich merk's genau. Da ist Zimt dran. Ich koche immer mit viel Zimt. Du kannst dir gar nicht kochen. Ich zeig dir morgen, wie man kocht. Du kochen, dass ich nicht lache. Die Mutter kommt. Mutter! Hat Rotkäppchen gut gekocht? Ja, sehr gut. Lass mich doch morgen das Frühstück machen. Was, dich? Oh, nur wenn du meinst. Aber dann musst du viel früher aufstehen als alle anderen. Ist nicht schön, was? Komm mal her, hört mal alle zu, Kinder. Die Großmutter ist leider sehr krank. Oh. Und sie möchte gern, dass Rotkäppchen sie morgen besucht. Und ich nicht? Nein, das müsst ihr verstehen, Kinder. Wenn jemand sehr krank ist, dann kann er nicht so viel Besuche auf einmal haben. Außerdem erzählt sie mir, dass einer von euch bei ihr immer Niespulver streut. Hm, also du warst das? Oh. Und Rotkäppchen soll ganz allein durch den Wald gehen? Mhm. Die ist doch viel zu klein dazu. Oh. Die läuft ja weg, wenn sie einen Regenwurm sieht. Hast du eigentlich schon einmal einen Wolf gesehen? Vor dem Wolf habe ich keine Angst. Mit dem Wolf ist nicht zu spaßen. Wenn er dich erwischt, dann frisst er dich mit Haut und Haaren. Aber mach doch dem Rotkäppchen nicht solche Angst. Lass sie doch in Ruhe. Komm, Flick, wir gehen angeln. Ja, geht angeln. Petri, heil! Petri, heil! Wiedersehen! Petri, da. Aber dass mir keiner von euch ins Wasser fällt. So, Rotkäppchen, und du hilfst mir jetzt einen schönen Kuchen für die Großmutter backen. Ja, und eine Flasche Wein legen wir auch dazu. Ja, das machen wir. Komm. Kein Wasser, nicht ein Tröpfchen. Jetzt will ich dir mal zeigen, wie man das macht. Gib mir den Draht. Oh. Oh. Rotkäppchen, komm mal schnell her. Na, Rotkäppchen, bist du schon fertig mit dem Teig? Oh, da fehlt noch viel zum Kuchen. Mandeln, Rosinen, ein Ei und Zimt. Oh,
Halt, halt, das ist ja viel zu viel. Nein, nein, der ist schon richtig. Jetzt müssen wir noch ein wenig rühren. Mhm. So. Und jetzt in die Form. Aber verbrennen darf er nicht. Mhm. Und wenn er fertig ist, schreibe ich Großmutter drauf, ganz dick mit Zuckerguss. Mhm. Was wollt ihr denn? Die Schüssel auslecken. Jetzt ist keine Zeit dazu. Marsch hinaus! Ja, was macht ihr denn hier? Hinaus! Es ist eine Bande. Ja, wirklich. Oh, jetzt gibt's ein schönes Feuer. Schau, Mutter, da ist zu viel Teig in der Schüssel. Da kriegt jeder Bruder einen kleinen Kuchen. Mhm, ja, das ist eine gute Idee. Vier, fünf. Was machen wir? Hm? Aber der Großmutter bestimmt schmecken. Mhm. Jetzt die kleinen Kuchen für die Brüder. Ach. Passt auf, wie die sich freuen. Du, ich hab dich. Aufgeräumt. Gute Nacht, Flock. Deck dich ordentlich zu, sonst erkältst du dich wieder. Und du mach mir nicht so einen Krach, ja? Hm. Oh. Gute Nacht, Bommel und Bummel. Hm? Gute Nacht. Na, Flick, wirst du wohl endlich herauskommen jetzt? Ja, komm ich raus. Na gut, dann bleibst du eben die ganze Nacht unterm Bett. Komm, Rotkäppchen.
Du hast mir es doch versprochen. Nein, erst morgen. Nein, nicht morgen, heute. So kalt. Stell dich daneben und pass auf, dass nichts überkocht. Und was machst du da? Ich mach Pfannkuchen. Die will ich machen. Ich weiß nicht, Teig, kannst du das? Sicher, sicher. Auf beiden Seiten braun und viel Fett, so wie ich sie gerne mag. Die Milch kocht über. Nimm sie doch weg, schnell, schnell! Ja, ja. Auf! Das kann ja lustig werden. In ein paar Minuten stehen die anderen auf. Nimm nicht so viel Teig. Ich gehe jetzt und weck die anderen. Aufstehen. Ja, ja, gleich. Aufstehen. Oh, kalt. Aufstehen. Ja, ja. Hör doch auf, ich weiß es schon. Lange war. Ja, wo ist denn der Flick? Der ist doch sonst immer der Letzte. Der kocht heute das Frühstück. Oh, das ist ja schön. Oh, das wird was gehen. Ja. So. Jetzt sind wir auf der. Ich backe doch nur einen Pfannkuchen. Heute gibt's doch nichts zu essen. Komm, gehen wir. Och, ja, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Ja, was machst denn du da? Wieso? Der macht Ach. Pfannkuchen. Oh, gib das her. Ach, und ganz verschmiert ist er.
So was. Die Tone ist vergessen. Ausgerechnet dieser Klingel. Hier, versuch doch mal. Nein, danke. Nein, ich verzichte. Nein, du verzichtest. Hör zu, Rotkäppchen. Wenn du in den Wald kommst, dann sei schön brav und geh mir nicht vom Wege ab. Sonst fällst du, zerbrichst die Flasche und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in Großmutters Stube kommst, dann vergiss nicht, Guten Morgen zu sagen. Und schau nicht erst in allen Ecken herum. Ich werde schon alles richtig machen. Du kannst vorausgehen und uns den Weg zeigen. Wir werden ja sehen, ob sie bis zu unserem Holzplatz hinfindet. Auf Wiedersehen, Wiedersehen, Mutter. Wiedersehen, Mutter. Wiedersehen. 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 Flick! Ja, wo ist denn dein Beil? Ah, so, jetzt aber hopp, 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 hopp! Oh, die Burg hier. Jetzt findest du ja auch den Weg zur Großmutter. Es ist ja nicht mehr weit. Jetzt bin ich da, jetzt will ich auch einmal sehen, wie ihr beim Arbeiten aussieht. Den Spaß kannst du schon haben. Besonders ihr zwei, Flick und Flock, könnt ihr überhaupt ein Beil halten? Und trink nicht den ganzen Wein aus. Iss nicht den ganzen Kuchen. Gib Acht auf die wilden Tiere. Und auf die Hasen. Und auf die Regenwürmer. Thank you.
Tag, Rotkäppchen. Ja, wo hinaus denn so früh? Zur Großmutter. So. Ich bringe Kuchen und Wein. Ei, das ist aber ein gutes Kind, das sich so um seine Großmutter kümmert. Wo wohnt sie denn? Noch eine Viertelstunde weiter in den Wald, unter den drei großen Eichbäumen. Unten sind Nusshecken, das wirst du ja wissen. So, und da bringst du ihr nur diesen kleinen Kuchen hier? Und die Flasche Wein? Rotkäppchen, siehst du nicht die Blumen dort drüben? Wie wird sich die Großmutter freuen, wenn du ihr ein Sträußchen mitbringst? Ja, das ist wahr. Aber die Mutter hat gesagt, ich soll nicht vom Weg abgehen. Ach was, wenn deine Mutter die schönen Blumen sieht, geht sie selbst hin und pflückt sie. Ja, ja, ja. Ui, sind die aber schön. Hier die gelbe. Und da die rote. Und hier die blaue. Das wird aber ein fetter Bissen werden. Da hat mir doch das dumme Rotkäppchen genau den richtigen Weg gesagt. Ja, ja, das ist ja die Großmutter. Das ist ein guter, fetter Bissen. Wer ist draußen? Rotkäppchen, ich bringe dir Kuchen und Wein. Mach auf. Drück du nur auf die Klinke. Ich bin so schwach. Ich kann nicht aufstehen. Großmutter.
Großmutter, was hast du für große Ohren? Dass ich dich besser hören kann. Ja, Großmutter, was hast du für große Augen? Dass ich dich besser sehen kann. Aber Großmutter, was hast du für große Hände? Dass ich dich besser backen kann. Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul? Dass ich dich besser fressen kann. Na, hoffentlich ist Rotkäppchen nichts passiert. Wie lange sollen wir denn noch warten? In einer Stunde ist es dunkel. Jetzt rufen wir noch mal alle zusammen Rotkäppchen. Rotkäppchen! Gehen wir ihr alle entgegen. Sollen wir nicht zur Mutter zurück? Ach was, die macht sich zu viel Sorgen. Hier warten hat ja doch keinen Sinn. Ich sag's ja immer, man soll die kleinen Kinder nicht allein in den Wald schicken. Ja, ja. Rotkäppchen! Rotkäppchen! Jäger. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Wir suchen unser Rotkäppchen. Rotkäppchen wollte die Großmutter besuchen und müsste schon längst zurück sein. Habt ihr sie nicht gesehen? Rotkäppchen? Nein. Oh. Ich suche den Wolf. Den Wolf? Ja, ich bin schon seit Tagen hinter ihm her. Heute früh habe ich ihn gesehen, aber ich habe ihn nicht erwischt. Ich glaube, am besten ist, wir gehen jetzt alle zur Großmutter. Soll ich mit euch mitkommen? Wir fürchten uns nicht. Mit dem Wolf werden wir schon fertig. Oho, ich darf doch aber mitkommen und zuschauen. Na ja. Ich bleibe auch ganz hinten. Das ist am sichersten. Nun kommt, komm, los. Gehen wir. Ruhig sein. Ist ja alles zertreten. Kein Licht. Ganz ruhig. Was ist denn hier los? Dich, du alter Sünder. Hab dich lange gesucht. Kinder, kommt mal rein. Ein Wolf! Ein Wolf! Ein Wolf! Der Geist! Schieß ihn doch tot! Tja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht hat er Rotkäppchen und die Großmutter gefressen. Wir schneiden ihm den Bauch auf! So. Schneiden ihm den Bauch auf! Ja! Ja. Ja. Ja, das machen wir. Nun passt mal auf. So, dass du da bist. Das ist schön. Ich habe so viel Angst um dich gehabt. Ich bin so froh, dass ihr alle da seid. Schaut mal her, wen ich hier habe. Wen? Die Großmutter! Ja, die Großmutter!
So, los, Bummel, Bammel, Bommel, komm. Ja, pass mal auf. Großmutter, wie siehst du denn aus? Wisst ihr was? Jetzt holt ihr mal 5 oder 6 solche großen Wackersteine. Ja. Aber gleich, schnell, schnell, lauft. Ich weiß schon, wo sie liegen. Ja, wo ist denn meine Brille? Ich kann ja gar nichts mehr sehen. Und meine Schuhe. Oh, nicht mehr weinen. Wie ist denn der Wolf hereingekommen? Ich habe doch geglaubt, Rotkäppchen ist draußen. Das hat er doch gesagt. Und die Stimme? So hat er gesprochen. Großmutter, ich bringe dir Kuchen und Wein. Mach auf. Und ich höre doch so schlecht. Hier, Großmama, deine Brille. Danke, Flick. So, jetzt sind wir auf den Tisch. Na, gib mal her. So. Ja, noch ein. Ja, schön. So, schön. Noch ein. Groß genug? Ja, gib her. Ah, gib den noch her. Schmutz. So, das reicht. So, nun guck mal alle einen Augenblick hier herüber. Ausgerechnet mir muss das passieren. Jetzt hört dann mal alle gut zu. Ja. Du auch, Flock. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt haben wir den Wolf mit Steinen gefüllt. Ja. Und jetzt nähe ich ihn wieder zu. Ja, und ihr geht jetzt alle einen Augenblick vor die Türe Moment, und wartet. Moment, ja. Bitte. Kleinen Moment nur, Jäger. Hier ist die Nadel. Oh, dankeschön. Na, so was, Großmama. Was ist alles gibt. Wie geht's dir denn? Ich weiß gar nicht, was so. Wie ist denn da denn reingekommen? Wie ist doch mal. Na ja, da kommt doch nicht. Ich hab ja solche Angst. Das ist doch nicht passiert. Wir sind doch ganz sicher. Der Jäger hat doch ein Schießgewehr. Der beschützt uns doch. Jetzt seid mal einen Augenblick ruhig. Oh, guck mal. Pst, 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 du den Wolf. Er kommt. Oh, oh, oh. Ah, jetzt hab ich dich, du alter Sünder. Ja, nun lauf schon. Lauf schon, schnell. Mach schon. Jetzt glaubst du wohl, mein lieber Wolf, was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum. Du denkst, es sind Großmutter und Rotkäppchen, aber es sind ja lauter Wackersteine. Wiedersehen, Rotkäppchen. Gute Nacht, Nacht, Großmutter. Auf Wiedersehen. Gute Nacht, Herr Jäger. Nacht, Rotkäppchen. Wiedersehen, Herr Jäger. Wiedersehen. Wiedersehen. Gute Wiedersehen. Nacht. Wiedersehen. Gute Nacht. Wiedersehen. Weidmanns heim. Wiedersehen. Weidmanns, danke. Kommt gut heim. Gut. Wiedersehen, Großmutter. Wiedersehen, Wiedersehen, Herr Jäger. Kommt gut nach Haus, Kinder. Wir rennen und wir klopfen im tiefen grünen Wald. Wir sägen und wir hacken, dass überall es schallt. Der Flick und auch der Flock, die tragen alle Flock.
so lange arbeiten. Oh. Rotkäppchen, warst du bei der Großmutter? Ja, ich. Wie geht's ihr denn jetzt? Sie war sehr krank. Ach. Ja, sehr, ja. Sehr. Jetzt geht's ihr aber viel besser. Wirklich? Viel besser. Ja. Ja, was habt ihr denn alle? Also schön. Wenn es der Großmutter besser geht, dann dürft ihr sie alle am nächsten Sonntag besuchen. Sie hat euch ja schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Na? Hm?